Meine Lieben, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Sektor RP mit Liv. Ich muss mich muten. Verdammt. Hallo Tom, hallo Floco Loco. Hallo Mami. Hallo Kinderchen. Na, wie geht's euch? Alles gut soweit? Ich habe mich gerade gewundert, warum wir hier aufgewacht sind, aber ich erinnere mich. Mit Absicht hier schlafen gegangen. Ja. Großes Elfverbot hier. Ja, es ist mittlerweile auch hier eingezogen. Und im DOJ ist es ja auch schon eingezogen, haben wir gestern auch festgestellt, ja. Da wird ja auch schon gesagt, großes Elfverbot, ja. Frag mich wirklich, ob Stay wusste, was er da gestern gesagt hat. Also, wo er mir zumindest zugestimmt hat. Das große Elfverbot habe ich ja in den Raum geworfen. Weißt du nicht, ob er sich bewusst war, was er sich da überlegt hat. Oder wo er mitgegangen ist, quasi. So. Wofür haben wir denn einen Pool, wenn wir den nicht benutzen? Dachte ich mir. Der Pool ist oben. Ich habe das zwar schön alles hier unten dekoriert, aber der Pool ist oben. Oh, guck mal, Owen hat sein Fahrrad wieder hier. Schön, schön. Muss meins eigentlich auch mal holen, ne? Ich glaub, mein Fahrrad steht immer noch an dem Hotel vom Anfang. Dankeschön, Floco Loco. Ist auch mit Bedacht ausgesucht, ja. Ich finde, das Terrakotta passt hervorragend zu Liv. Und auch zu Owen. Wir haben uns hier richtig gemütlich gemacht. Die Aussicht ist großartig. Ich kann die Musik noch anmachen. Warte mal kurz. War doch auch gar nicht so schlecht. Ach nee, warte mal. Ich meine. Ich kann meine noch direkt daneben stellen. Ja. Dann habe ich ja auch eine, die ich anmache. Ist das nicht toll? Boombox. Nee, ja, genau daneben geht nicht. Ich erinnere mich. Ich stelle sie auf die andere Seite. Hier an die Hecke. Wir sind noch lange nicht fertig mit Dekorieren. Man kann mittlerweile sehr, sehr viel machen mit diesen Kerzenständern und den Laternen und so. Gibt sehr viel mehr Möbel als letzte Season. Das ist echt ganz nice. So. Jetzt ist es meiner. Ich finde es ganz hübsch geworden hier. Bei Tagen herrlicher Ausblick, ne? Das. Und schön. Ich glaube, Melody weiß noch nicht, was sie haben könnte. Wenn sie sich endlich mal von ihrem Daddy löst, ja? Die Arme. Ich will auch lieber hier wohnen. Weil ich ehrlicherweise gar nicht weiß, wo Richmond wohnt. Musik ist aktiviert. Jawohl. Im Kühlraum der Tankstelle. Okay, warte, der ist gut. Scheiße. Hallo übrigens, Siggi, Katzenschweinefrau, Glaskanone und Billys Catnip-Dealer. Guck mal auf den Namen. Schön. Lass mich raten, du hast eine Katze namens Billy. Liga Demo 3. Jetzt muss ich ganz kurz aufhören zu schwimmen, damit ich was trinken kann. Moment. Alles gut, Glaskanone. Das wäre jetzt auch nicht für Meta gedacht gewesen, aber sehr gut aufgepasst. Es ist diese Season auch ziemlich einfach, schön zu wohnen, muss man sagen, weil egal, wo das Haus steht, es geht rein nach Inneneinrichtung und selbst die Inneneinrichtung, die wir haben, also die beste, die schönste, die luxuriöseste, kostet dann halt einfach $650 pro Tag. Selbst wenn du arbeitslos bist, musst du jeden Tag theoretisch nur irgendwie 3 Stunden, 10 Minuten oder so online sein. Dann hast du die Miete drin.
Also ist diese Season sehr, sehr einfach, schön zu wohnen. Aber dafür sind dann natürlich dann sehr schnell die schönsten Häuser weg gewesen, ne? Also wir waren wirklich schnell, ich glaube am dritten Tag oder so. Also direkt am zweiten Tag, nachdem Dynasty endlich angefangen hat zu arbeiten, haben wir uns dieses Haus hier geholt und es wäre uns beinahe vor der Nase schon weggeschnappt worden. Weil die Maklerin schon meint, ach Mensch, da habe ich gerade einen Kunden von weggeholt und habe ihm ein anderes Haus gezeigt. Haben Sie ein Glück. Nee, mit Autos ist es wirklich nicht so einfach, die sind echt teuer. Ja, das lässt mehr Freiheiten, aber gleichzeitig ist es auch nicht so realistisch, ne? Dass jetzt irgendwelche Kriminellen in den Weinbotels wohnen, schwierig. Oder irgendwelche Arbeitslosen in den Weinbotels wohnen, das ist halt schwierig. Da muss man halt seiner Rolle dann treu bleiben. Darf man halt dann nicht vergessen. Assadfahrer, Hallöchen. Das Melodie hat doch keinen Handschlag getan, zahlt keine Miete, bekommt Taschengeld, ja. Ja, genau, die machen das einfach verkehrt. Aber ich finde das Haus schon ganz angemessen für so zwei Staatsanwälte. Das ist schon okay. Vor allem jetzt, wo wir $600 pro Stunde mehr kriegen. Ist der Staat der Vermieter? Irgendwie schon, ja, weil Dynasty zur Stadtverwaltung gehört. Irgendwie schon, ja. Ja, schon. Und die Miete wird automatisch von deinem Konto abgebucht und es ist nicht so wie letzte Season, dass Dynasty ein eigenes Unternehmen ist, wo man dann die Miete hinüberweisen muss und so und die dann auch da Provision dafür kriegen und richtige Kaufverträge gemacht werden müssen. Hier ist es wirklich einfach so, als würdest du ein Hotel mieten. Das wird ja auch automatisch abgezogen und alles. Du kannst ja auch jederzeit wieder kündigen, indem du einfach den Knopf dafür drückst. Also kann man schon sagen, der Staat ist der Vermieter, ja. Nee, zunehmen kann man ja nicht. Wenn ihr euch wundert, warum es manchmal dicke Charaktere gibt, das sind so NPC-Charaktere, die man sich halt dann als Skin quasi aussuchen kann. Und das ist halt nur für die Supporter-Rollen gedacht. Das Problem bei den Rollen ist aber, du kannst sie nicht umziehen. Also die sind genau so, wie sie sind. Also Ray Kennes zum Beispiel, den man ja häufig auf Fotos sieht, der kann sich halt zum Beispiel nichts anderes anziehen, ne? Der ist genau so, wie er da ist und aber deswegen gibt es manchmal dicke Leute. Mrs. Queen Lucy, vielen Dank für den Follow. So, genug geschwommen, würde ich sagen. Ah, das hat gut. Brauchen hier noch was so. Diese Sleeping Bags kann man doch einfach auf den Boden legen, ne? Sieht das ein bisschen. Kann man das auch als Handtuch durchgehen lassen? Super. Klasse. Gut. Geht das auch in weiblich? Nee, ne? Schade. Ja, dann so. Okay. Ich würde eigentlich die Aussicht mit draufkriegen. Ist aber schwierig. So vielleicht. Ach, Owen ist auch da. Jetzt hast du wieder was verraten, Puppiko. Peter. Also ich kann jetzt schon sagen, dass wir sehr viel damit zu tun haben werden, die Anklage fertig zu machen. Also Termine einzutragen, zu überlegen, wie unsere Strategie ist, die ganzen Sachen aufarbeiten, zusammentragen, was wir alles denn vorwerfen und so weiter. Das wird nämlich, glaube ich, eine ganze Latte. Gerade bei dieser Hauptakte, wo irgendwie sehr viele einzelne Dinge zusammenkommen. Also es sind ja mehrere Läden, die er angefahren ist. Es sind mehrere Dinge, die er gemacht hat. Er hat beim letzten Laden noch einen Officer als Geisel genommen. Er ist noch in den PD-Wagen eingestiegen und hat Officer genötigt und so. Das wird eine undurchsichtige Akte. Das wird echt keine schöne Verhandlung. Naja, also Popico, das ist nicht mal BSG, sondern es ist Meta, weil dann weiß ich ja, dass der Spieler quasi theoretisch erreichbar wäre, weißt du? Nutze ich jetzt natürlich nicht, deswegen renne ich jetzt nicht ins Haus und sage Hallo Owen, ja. Aber rein theoretisch kann ich, also ich kann das ja nicht wissen als Lucy, sage ich schon. Ich komme jetzt auf Lucy. Ach so, wegen Mrs. Queen Lucy, deswegen. Als Liv kann ich das halt nicht wissen.
Ja, genau. Mein, in Anführungszeichen, Mann wird angeklagt. Richtig. Deswegen will ich nicht den Vorsitz machen. Deswegen überlasse ich das Owen. Ich stehe da dann nur und stelle ein paar Fragen. Außerdem drückt er sich immer vor dem Vorsitz. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Echt. Musik ist echt ganz gut, ne? Mal wieder ein paar Tänze ausprobieren. Auf Krampf. Schön. Schön. Oh Gott! Okay. Schön. Oh, schön! Warte mal, das hat man letzte Season überhaupt nicht. Man kann Ballett tanzen, ist ja toll. Immer auf den Arm, Daddy, bei dem ist eh nichts zu holen. Doch! Mehr Zeit im Gefängnis mit Melody ist da zu holen. Nächstes Mal gehen wir da aber nicht hin. Wer weiß, was dann passiert. Hallo, Moku. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ist ja gut. Jesus Christ. Jetzt bin. Warte mal. Kann's noch. Ja, wir finden schon einen Weg, warum wir Melody auch verknacken. Ja, es sind ja richtige, komplette Choreografien hier. Kann man das Season bei euch verstehen? Naja, also Sektor macht irgendwann einen Wipe und dann ist alles neu. Es ist nicht wie zum Beispiel bei Unity oder so, wo das einfach jahrelang jetzt durchläuft. Sondern irgendwann wird Cut gemacht. Alter! Irgendwann wird Cut gemacht und dann ist alles auf Null. Jetzt würde der Server quasi komplett neu starten. Als würde der Server quasi komplett neu starten. Entschuldigung, ich konnte mir das gerade nicht angucken. Was hart war. Vielen Dank für deinen verschenkten Sub an Glaskanone. Dankeschön. 6 schon. Vielen lieben Dank. Okay, ich kann es noch, sind komplette Choreografien. Das ist schon mal gut zu wissen. Man kann den gleichen Char spielen, aber nicht weiterspielen. Es gibt die letzte Season für deinen Char dann nicht. Du kannst so, es gibt eine alte Freunde-Regel, du kannst dann so ein, zwei Leute kennen. Das habe ich ja mit Owen auch gemacht quasi, dass wir gesagt haben, wir kennen es aus dem Studium noch. Das nennt man dann alte Freunde-Regel. Aber alle anderen kennst du nicht. Es ist nichts passiert, also nichts von letzter Season ist für deinen Char passiert. Du darfst keine Stränge weiterspielen oder auf Stränge anspielen, die letzte Season passiert sind und so weiter. Aber du darfst deinen Char nochmal spielen. Das haben ja auch einige hier gemacht. Also Fia Vane kennen wir aus letzter Season. Ja, jetzt fällt mir spontan kein zweiter ein. Einige andere Leute machen das auch. Oder du nutzt halt den Moment und machst was ganz Neues, um nicht in Fallen zu tappen. McMerlin, natürlich hin. Diverse Cops, genau. Ja, Hawkins spielt aber was anderes. Also ich würde nicht behaupten, dass er genau die gleiche Rolle spielt. Hawkins spielt ja jetzt kein Kopf mehr. Sondern jetzt spielt er ja Staatsanwalt. Ja, natürlich Lüg. O'Hara kannte ich gar nicht. O'Hara war letztes Season auch schon, da habe ich nicht getroffen, glaube ich. Krass. Dabei haben wir echt lange im DOJ gearbeitet. Oh. Schöne Choreo dazu. Echt schön. Klasse. Ja, der Grundlagen-Char von Hawkins ist natürlich der gleiche, mit dem gleichen Aussehen. Außerdem hat er halt einen anderen Job. Wenn man Chars aus der letzten Season hört, aber dies... Ich finde das überhaupt nicht schwer, weil der Vibe ist ja für alle. Ich
finde das zum Beispiel viel schwerer, wenn jemand gestorben ist und dann mit einem neuen Char ankommt, aber die gleiche Stimme hat und du denkst dir so, warte mal, was ist passiert? Ja, und du weißt gar nicht, dass der gestorben ist zum Beispiel. Das finde ich viel schwieriger, aber jetzt so nach dem Vibe ist halt alles wirklich komplett auf Null. Das heißt, du lernst einfach jeden komplett neu kennen. Daniel zum Beispiel ist Martin aus letzter Season. Unser Bruder im Geiste quasi. Also wir waren wirklich wie Bruder und Schwester am Ende und den haben wir jetzt neu kennengelernt, ne? Ja, GTA RP kann wirklich wahnsinnig lustig sein, vor allem mit den ganzen Zufällen und es passiert immer irgendwas. Matthias Telze. Jawohl. Zu dem Tanz kannst du wirklich nur Let's Go sagen, ey. Oh Gott. Ja, durchs Gitter durch. Gute Idee, Liv. Ja, Pinsel. Oh Gott! Hörtest du? Oh Gott. Ja, danke. Pinsel ist halt auch einfach. Ah, schön. Diese Hexe. Gehen das durch das Gitter tanzen? Also bitte. Hallo Zombie. Guck mal, das passt doch perfekt zu dem Lied. Dass sie durch Mauern geht. Ja, Liv geht sogar durch Mauern für ihren Job. Ja. Zombie. Mein Chat hat mir schon verraten, dass du online bist. Schon abgehauen, oder was? Ja? Hast du Brot? Zombie. Hast du Brot? Ja? Ja? War das vorgestern im Pool live gesungen von dir? Nein. Aber ich habe das irgendwann mal aufgenommen. Selber. Und selber zusammen geschnitten und selber den Beat rausgesucht und das Lied selber geschrieben und das Lied selber gesungen, aber war nicht live, nein. Bossman, hallo. Schatz, wir sind alles Hexen. Hallo? Entschuldigung. Also wir geben uns wirklich Mühe, da, dem Klischee entgegenzukommen. Maschine, ja. Wenn du wüsstest, wie sehr ich das nicht bin. Deine Cola kannst du dir wieder selber holen, Zombie, ne? Der typische, die Devils müssen aus einer Situation raus, walk. Und, oh mein Gott, Zombie, unseren Tanz gibt es wieder. Ich wusste es nicht. Am Anfang gab es ihn nicht. Es gab nur Robo 1 und Robo 2 und Robo 3 gab es nicht. Es gibt ihn wieder. Es gibt ihn wieder. Ich habe mich so gewundert, als du das getanzt hast. Und ich dachte so, hä? Wo hat er das her? Und es gibt ihn wieder. Ja, es gibt unsere beiden Tänze wieder, weil den Dino gab es auch nicht. Ja, den Dino gab es auch nicht. Es gibt unsere Tänze wieder. Ich bin so glücklich. Es gibt unsere Texaner-Tänze wieder. Großartig. Was ist das denn? Das ist auch gut. Das ist auch ein komplett bescheuerter Tanz hier. Großartig. Oh, das geht auf die Knie. Ja, Mann. Warte mal, wenn ich die Tanz sehe. Warte, komm. So, jetzt. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir sind heute früh da. Musik aus, bitte. Sind heute früh da. Jetzt ist natürlich Owen nicht hier, hat er Pech gehabt. Ach, du kommst nicht ins Spiel, Lul. Das tut mir jetzt fast ein bisschen leid, aber... Was? Ja, ich mach das jetzt ohne dich. Oh, ich hab noch... Oh, nein.
Stimmt, bevor ich das vergesse. Andere Laufstil natürlich, ne? Wieder ein bisschen rumwackeln. Richtig. Warte 20 Sekunden? Nö. Hast mir gar nichts zu sagen, mein Freund. Das ist Backseat Gaming, was du hier machst. Lassen Sie das. So. Chat, welches Lied kennt ihr noch nicht? Ihr kennt, glaube ich, das Dynasty-Lied noch nicht, ne? Was wir für unseren ehemaligen Ehemann gesungen haben. Mann, ja. Okay. Da passt der so. Ah, das passt nicht. Okay. Endlich ist es soweit, auch für dich ist es jetzt an der Zeit. Hast dich schon überall umgesehen und endlich lässt du es geschehen. Sag uns, was darf es heute sein? Bei der Entscheidung bist du nicht allein. Das nächste Haus ist deins. Für die 3-2 am Fragen kostet nur. Hier bei deines Gute im Detail. Für die 1-2-3 Fragen kostet nur. Hier bei deines Gute. Kurzer Anruf reicht und Besichtigungen folgen gleich. Kannst du dich doch nicht entscheiden, lass dich von neuem Makler leiten. Sag uns, was darf es heute ja, ciao, ne? Ich bin ja mal eine Hecke. Bei der Entscheidung da braucht man auch viel Platz zum Tanzen. Und shit. Deines Gute im Detail. Wie die 1, 2, 3 Fragen kostet mir. Wie bei deines Gutes nächste Haus ist deins. Wie die 3, 2, 1 Fragen kostet mir. Wie bei deines Gutes. Jetzt ist er immer noch nicht da. Erschrocken. Erschrocken. Oh mein Gott. Hat ich mich erschrocken. Der Dres. Auf einmal die Stimme aus dem Off. Ich dachte, wo kommt die denn jetzt her, Lord? Was sitzt er denn da? Hä? Wie ist er da hingekommen? Haben wir nicht so. Er kam von vorne. Brech! Alter. Erschrocken. Oh. Okay. Alter, hab ich mich erschrocken. Aber schickes Outfit. Oh. Ja, Clippy. Es ist noch nicht 18 Uhr. Ja. Ma? Jetzt miau doch nicht direkt, wo ich mich wieder entmute. Ach, weißt du was? Warte. Nee, genau. Hast du schon gefrühstückt? Der Tresen ist der erste Anlaufpunkt.
das Legal Office läuft da nichts rund. Prosecutor als Staatsanwalt, ja, Strafbefehle stellen ist ihre Macht. Beschlüsse, Verhandlung, COCPs, Alltag der Richter, damit du's verstehst. Brauchst du mal einen Rechtsanwalt? Buch schnell an und der findet sich bald. Weißt du nicht weiter, komm zum DOJ. Fühlt sich missverstanden, ist schon okay. Weg mit Vorurteilen, call it a day. Wie die 933, komm zum DOJ. Manche sehnen sich nach Spaß und geben bei den Justice Raiders Gas. Doch Freizeit ist sonst ein Fremdwort und entführt zu werden schon ein Sport. Es gibt auch Traditionen, bei Dienstantritt wird es sich lohnen, denn das Chief Büro wird kurzerhand zur Tanzfläche für Mitarbeiter ernannt. Weißt du nicht weiter, komm zum DOJ. Fühlt sich missverstanden, ist schon okay. Weg mit Vorurteilen, call it a day. Wie die 933, komm zum DOJ. Weißt du nicht weiter, komm zum DOJ. Fühlt sich missverstanden, ist schon okay. Weg mit Vorurteilen, call it a day. Wie die 933, komm zum DOJ. Tim. Yeah. Und in Los Santos, egal ob Nord oder Süd.
Morgen. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja, danke schön, danke. Und selbst? Wann bist du nach Hause gekommen? Warte mal, lass mich auf die Uhr schauen. Hast du Hunger? Kannst du das nächste Mal vielleicht die Tür nicht so zuknallen? Danke. Vielleicht lag es daran, dass ich wieder ein Auto zu viel auf unserer Garageneinfahrt sah. Warum bist du denn immer noch sauer, dass Kotwe hier wohnt, Mann? Jetzt gewinn ich dran. Er wird dir wieder aussehen. Hallöchen, alle, die nachgekommen sind. McMerlin, Elementrix, Cordy, Klopskopf. Hallöchen. Du kannst doch nicht. Ich, du? Was? Ja, du? Was, du? Achso, ich. Ja, was du? Okay, alles klar. Ich. Nee. Ja, was okay. Du? Ich verstehe schon. Das war er oder ich gerade. Er oder ich, ja. Soll ich aussehen? Was? Komm, damit. Jetzt allein mit Codeware sein. Störe ich eure Beziehung. Er hat doch da unten so ein großes Ding. Mit ja, Anschluss zum die DOJ. Sind da wieder eingezogen. Die sind ein Scheiß, die sind in der Kirche. Warum verbrennen die nicht, wenn die in die Kirche gehen? Weiß ich nicht. Die haben jetzt tatsächlich die Kirche genommen. Warum ich nicht genommen. In die Kirche gehe? Hm? Was? 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 Was denn? Die haben jetzt die Kirche genommen? Was? Wolltest du meine sprechen? Warum guckst du mich jetzt so an? Was denn? Was denn? Müssen die Nachbarn unbedingt sagen, die sollen sich scheiß Autos kaufen, Mann. Wir kommen auszuhalten, der Lärm. Bitte drum. Die haben die Kirche genommen, weil die meinen, die Kirche nimmt jeden auf. Und jetzt missbrauchen sie die Kirche, um da ihr Ding durchzuziehen. Ich bin ganz ehrlich, wenn sie nur die Kirche nehmen, ja? Also wirklich nur die Kirche. Von mir aus können sie die haben. Ganz ehrlich. Kannst mit in eine Kirche kannst du keinen Staat gründen, ist mir komplett egal. Ja, ich finde das moralisch nur irgendwann auch tatsächlich grenzwertig. Also egal, was man von Religion oder Kirche oder diesem ganzen Quatsch hält. Aber ich meine, es gibt Leute, die finden da doch irgendwie Hoffnung oder Zuflucht und sowas. Zum Glück hat die Stadt mehr als eine Kirche, ne? Stell dir vor, du machst die Tür auf und da gucken dich diese Freaks an. Stell dir vor, du hängst einfach einen Zettel draußen dran, nicht betreten. Ist geschlossen wegen Umbauarbeiten. Oder wegen schlechten Essens. Also, Engländer, Essen, warmes Bier. Ich hab's versucht. Ja. Ich hab Hunger. Da drin liegt's wohl. Soll ich was machen? Bock? So, Speck, Rühreier. Oder ein bisschen groß aufhaben. Was du übrigens auch nur kochen kannst, weil ich immer einkaufen gehe, ne? Gut, wir räumen deine Fäsche weg. Ich gehe einkaufen für alle. Was machst du eigentlich ohne? Wie ist das Leben? Ich bin eine große Hilfe in diesem Haushalt. Ich glaube, ich weiß, was ich muss. Du glaubst, du weißt, wer ausziehen muss? Ja. Okay. Gut, wenn ich sind uns einig. Gut, wenn ich habe eine Abstimmung gemacht. Verloren. Ja, Intervention, ja? Wenn ich jetzt hier reingehe, wir haben eine Intervention. Das ist ein großes Transpi. Komm, lass mich in Ruhe. Ich ziehe ja schon freiwillig aus. Hier kriegst du den Schlüssel gleich wieder. Ich ziehe mir was an. Ja, es ging ums Empire, Cody. Ich würde sagen, solange sie jetzt in dieser Kirche bleiben, müssen wir mal alle jetzt die Kirche im Dorf lassen, weil wir denen halt nicht komplett das RP sperren können, ne? Funktioniert halt nicht. Also für mich ist das fein. Sollen sie mal in ihrer Kirche da einen Staat gründen, ist mir egal. Was für ein Date?
Scheiße, wir haben uns mit... So, ja, warte mal. Das ist Daniel. Ich dachte gerade Feldhaus. Ist auch Daniel, ne? Ich dachte gerade Feldhaus hat geschrieben. David heißt er. Ach, Jesus Christ, bin verwirrt. Wir reden morgen mal in Ruhe, wenn du möchtest. Ach so, er hat dann noch um 0 Uhr geschrieben. Das war eigentlich nicht, was ich meinte oder darauf hinaus wollte, mit freundschaftlich Zeit verbringen. Das war mir schon klar, Daniel. Es war einfach nur... Witzig. Er hat es nicht verstanden. Ich glaube, er möchte gerne Nein sagen, aber er weiß nicht, wie. Das wird lustig. Das wird richtig lustig. Nicht das. Blau, schade. Was für Schuhe hatten wir dazu gekauft? Die, ne? Oh, nee. Kann ich nicht andere Schuhe dazu anziehen? Kenn ich Chucks. Ich hab doch bestimmt hier Sandalen. Da ist auch Gold drin. Das geht schon. Da komm, ich zieh die schwarzen Sandalen an. Ich habe jetzt keinen Bock, hier hochrangige Schuhe anzuziehen bei der Arbeit. Wo war denn da hin? Wo sind sie denn? Hallo? Ja, jetzt keine... Nee, auf gar keinen Fall. Wildes Outfit heute. Löschen. Speichern. Let's go. Evil Bubble. Hallöchen. Dieses Slime mit diesem Laufstil, ne? Ist einfach Premium. Ist einfach Premium zusammen. Na? Hungrig? Geht so. Ist eigentlich nur, weil ich essen muss irgendwann. So, dann schau ich mal, ob ich noch ein paar leckere Gewürze hier irgendwo hab. Da ja auch den Gaumen umschmeicheln. Und so. Daniel lehnt übrigens ab. Wer lehnt ab? Wer lehnt Daniel. Ab? Daniel. Hat er gesagt, warum? Muss man doch nicht begründen. Muss ich jetzt jedem Menschen ins Gesicht sagen, ich habe keinen Bock auf dich, weil dann ein Grund oder was? Finde das gut. Hey Coldwell, wollen wir eine Freundschaft plus? Nein. Warum nicht, du Sack? Ja, genau. Richtig. So. Weißt du eigentlich, dass Coldwells Freundin denkt, dass Coldwell was mit ihrer Mutter hat? Das kannst du dir nicht ausdenken, Mann. Ich finde, das ist das Plausibelste, was ich in den letzten 3 Wochen gehört habe. Was? Kannst du dir einfach nicht ausdenken, Mann. Nee, ich hätte gedacht, also ich meine, guck dir Coldwell an, sein Benehmen, sein Verhalten, seine Attitüde. Also ich meine, der ist... Ich weiß nicht mal, was Attitüde heißt. Der Kerl ist, keine Ahnung, wie alt ist er? 30? In einem, nee, warte mal, wie sagt man? In einem Körper eines 30-Jährigen, aber er selbst gefühlt schon 50? Was? Manchmal habe ich so das Gefühl. Hat er mit dir schon mal über Ruby gesprochen? Dann ist er nämlich 15. Oh Gott. Bitte. Mach mich nicht schwach. Warte, ich versuche das. Warte. warte kurz. Du musst dir vorstellen, ich bin Coldwell, ja? Hi Coldwell. Du, wie? Ja, also ich weiß nicht, wie ich, ja, also, jetzt, also, das ist ja schon, ja, also, ich weiß jetzt nicht, also, könntest du vielleicht, also, ich weiß jetzt, also, ich würde vielleicht mit dir, also, ist ein schöner Name, nicht wahr? Also, das, und, können wir vielleicht, also, könntest du vielleicht mit mir, und so, und können wir vielleicht irgendwie so Schmuck oder so, also, ich würde vielleicht so eine Kette, könntest du ja, Liv, ich meine, irgendwie, also, ja, ungefähr so. Na ja. Klar, Coldwell.
Lass uns los. Bitte? Das ist deine Imitation von mir? Dein Ernst? Ich glaube, ich hole die Eier mal von der Platte. Hol mal lieber deine Eier von der Platte. Besser ist. Spinne. So. Das ist Katzenfutter. So stellt er sich gegenüber Frauen an. Er erzählt doch nichts. Das ist doch kein Scherz, Mann. Das ist kein Scherz. Jedes Mal. Wenn er übrigens zu mir kam und meinte, ich muss unbedingt mit Liv alleine sprechen, ja, ging es jedes Mal um fucking Ruby, Mann. Und dann stand er da immer. Ja, also eventuell habe ich heute, also weißt du, wo man Wein und vielleicht ein bisschen irgendwie so was Süßes und Blumen her und Alter, wer bist du gerade? Ich mag es nicht glauben. Der ist, Kerl, der uns immer einen Vortrag hält, warum wir keine gute Arbeit machen. Absolut wahr. Das ist zu 100% wahr. Lüge nicht. Schön, ich glaube, ich spreche ihn mal drauf an. Soll ich ihn auch auf die Mutter? Sag einfach Ruby in seiner Nähe. Du musst ihn nicht drauf ansprechen, du musst einfach nur das Wort in seiner Nähe sagen. Ich schwör's dir. Und wie heißt seine Mutter? Seine Mutter? Keine Ahnung, wie seine Mutter heißt. Ihre, sorry. Ich glaube, das ist Fleur, oder? Ja, okay, finde ich gut. Was passiert dann? Ich bin mir nicht sicher, nix. Okay. Und hat er dir denn erzählt, wie Ruby darauf kommt, dass... Naja, also, hat sich jetzt zweimal mit der Mutter getroffen und bei dem einen Treffen, da wusste sie wohl nichts von und dann kam sie irgendwie nach Hause. Dann waren die da halt jetzt nicht in irgendwelchen komischen Positionen oder so, sondern die waren da halt einfach. Und er hat sich tatsächlich eigentlich nur mit der Mutter getroffen, um halt was anderes zu besprechen. Das ist einfach blöd gelaufen. Da meinte ich so, naja, also... Ich habe ihm dann auch gesagt, also gut, weil ich weiß jetzt nicht, also wenn eine Frau nach irgendwie, keine Ahnung, 3 Dates dir Vorwürfe macht, dass du was von ihrer Mutter möchtest und das irgendwie ernst nimmt und so, dann ist das vielleicht nicht die richtige Frau. Ja. Finde ich gut. Was denn geht's, Henno? Liv sieht übrigens deine SMS, die du geschrieben hast, als ein Nein an. Er hat schon investiert. Ich glaube, da kommt er nicht mehr raus. Das ist seine Entscheidung, ob da rauskommt oder nicht. Also, nicht ganz. Au! Oh Gott. Ich muss mal kurz mein inneres Raubtier füttern, Moment. Au! Ja, sehr gut! Hast du recht! Ja, 7 Minuten zu spät, ich weiß. Was macht er jetzt wohl? Guck mal. So, ich lasse euch das so. Jetzt lauft er nicht hin und her. Ich lasse euch das Bild so. Wie kurz Katzen füttern, bin gleich wieder da. Heart is taken, I've been waiting, I've been patient. Thought you'd been down, heard you.
skip down and can't be found. Where are you now, baby? Deep down, I know you be missing me, but you keep being a mystery. Damn, don't know if you recall it, but last time I sang, the sun won't shine till we meet again. Be waiting all these stormy nights, oh yeah, stormy nights, oh yeah. They found you on my way yet again. We must be meant for each other, girl. Oh, sun don't shine when you go away. Hey, baby, won't you come home right now? Baby, won't you come home right now? Yeah, need to know that you okay. Okay, with everything I gave up for you, did it for love. No escaping, heart is taken. I've been waiting, I've been patient. Thought you've been down, heard you skip down and can't be found. Where are you now, baby, deep down? I know you've been missing me, but you keep being a mystery. Dang, don't know if you recall it, but last time I said the sun won't shine till we meet again. Been waiting all these stormy nights, oh yeah, stormy nights, oh yeah. They found you on my way yet again. We must be meant for each other, girl. Oh yeah, baby, don't fight. Wieso bei Richmond? Was meinst du denn, Cash? Was meinst du mit wieso bei Richmond? Verstehe ich nicht. Die kleinen Monster, wirklich. Hallo, Maxim. Willst du, Ja, lass uns arbeiten, ne? Richtig. Ich wollte mir noch mal kurz ein Hemd anziehen. Ach so, doch, ja. Okay. Wenn es in Ordnung ist. Ach, ich hätte das jetzt gefühlt, dass du so zur Arbeit gehst. Ich bin ganz ehrlich. Owen. Genau. Ah, der Bauchrohr, Hallöchen. Schubidu, da liegt ein Zettel. Da liegt ein Zettel. Vor Code wird's Auto. Ich würde fast sagen, dass wir Code will. Wir lesen ihn natürlich trotzdem. Ja, der ist definitiv von Owen an Code will. Hey Codewell, ich schätze dich sehr als Mensch und Kollegen. Wie du festgestellt hast, ist Arbeiten aber nicht so mein Style. Versuche ich Arbeit und Privat bestmöglich zu trennen. Gerne können wir immer wieder etwas unternehmen und du bist bei uns auch immer herzlich willkommen. Bitte verbringe aber nicht zwingend auch noch die Nächte bei uns. Du hast doch ein so schönes Haus. Er versucht ihn wirklich loszuwerden. Er versucht ihn wirklich loszuwerden. Interveniere ich jetzt? Und lass die Zettel nicht da liegen? Ach nee, komm. Er will nicht wirklich loswerden. Ehrlich. Nicht kaputt. Schön. Ich mag den Beef zwischen den beiden. Weiß nicht, wo der herkommt, aber ich mag ihn. Also man kann jetzt nicht behaupten, dass dieses Haus so klein ist für uns drei. Ja, wir gehen auch wirklich gleich zur Arbeit, Bauchro. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns schon eine Stunde vor der Arbeit drücken oder so. Oh, hier so, Leitstelle angemeldet. Wir gehen jetzt auch wirklich gleich arbeiten. So, mehr war nicht drin. Oh Gott. Ich meine den Zettel, Mann. Was? Ich meine den Zettel, Mann. Hast du ihn gelesen? Natürlich habe ich den Zettel gelesen. Das ist nicht da liegt ein Zettel auf unserem Grundstück, natürlich lese ich den. Du meinst auf Coldwell und dein? Richtig, auf Coldwell in meinem Grundstück liegt ein Zettel, natürlich lese ich den. Irgendwie von so einem komischen Typen, der irgendwie denkt, der wohnt hier, aber der wohnt hier gar nicht. Ich will eurem Glück nicht im Wege stehen. Also wenn irgendwann deine Ohren bluten, ne? Kannst du mich gerne anrufen. Ach, dann darf ich wieder, ja? Sonst nicht. Na klar.
Willst du mir nicht unbedingt loswerden, oder? Die fängt so gut an, die Nachrichten. Du solltest noch mal deinem Hemd zupfen, sehe ich gerade. Ganz dringend. Oder einfach gerade stehen. Die Nachricht fängt so gut an. Die Nachricht fängt so gut an, ja? Aber dann so, verpiss dich aus unserem Haus. Schön. Schön. Ich weiß nicht, was du hast. Ich glaube, das ist... Ja, nee, das ist nicht. Da ist nix. Doch. Wie? Mach nochmal. Komm, hilf mal. Hä? Bin ich schwach? Doch, natürlich hier hinten die Schulterblätter. Das ist nicht das Muster. Ja, aber das kriegt man nicht an. Oh Gott, das kriegt man nicht anders hin, Mann. Ich heul hier. Dann nimm die Arme nicht hoch. Eine Stunde Quality-Männerzeit mit Owen. Oha. Wieder spannend. Jetzt muss man dem Mann schon beim Anziehen helfen. Mein Gott, was kann der eigentlich? Schlimm. Ich habe jetzt die Muskelmasse in den Schrank gelegt. Dann fahren wir doch mal zur Arbeit. Ja, aber warte mal. Wie, warte mal? Warum willst du denn... Was denn? Ja, der Zettel. Wie, der Zettel? Ist doch super, der Zettel. Wenn du... Weißt du, es wird aber nicht mein Problem. Es wird nicht... Du, wenn irgendwas sein sollte, ne? Wenn du irgendein Problem mit dem Kerl hast, ne? Ja? Hm? Jetzt lass ihn doch liegen. Ich hab ihn doch auch wieder hingelegt. Jetzt lass ihn liegen. Owen! Willst du jetzt Cultural Burns haben oder nicht? Leg den Zettel wieder hin. Willst du Cultural Burns haben oder nicht? Ich mag eure Beziehung, leg den Zettel wieder hin. Wenn du unsere Beziehung magst, dann mache ich immer das oder auf. Nein, du weißt, welche Beziehung ich meine. Ich mag eure Beziehung. Leg den Zettel wieder hin. Bisschen cringe unter Männern. Ja, finde ich gut. Welchen Zettel hat er da jetzt hingelegt? Das ist die Frage jetzt. Meine Dame, hier einmal bitte in das Bürogebäude im Norden der Stadt. Warte, was? Rechts bitte einmal. Wie, rechts, welches Bürogebäude? Wie, unser? Ich brauche Ruhe für diesen ganzen Quatsch. Was? Wir können auch ins COJ fahren. Lass uns unbedingt ins COJ fahren. Und von 1000 Leuten angesprochen werden. Ach. Ich brauche deine Hilfe, Liv. Warum brauchst du meine Hilfe, Senpai? Ist ein Offroad-Fahrzeug. Weil du eine hervorragende Ermittlerin bist. Da gibt nichts zu ermitteln bei dem Fall. Dann müssen wir nur vernünftig rüberbringen, das ist alles. Okay, darf ich dir dennoch sagen, warum ich deine Hilfe brauche? Nee. Also ich meine konkret. Nee? Lassen wir stecken, jetzt ne? Sag. Reicht schon. Reicht pass schon. Auf! Hä, was denn? Da war ein Auto. Hast du wieder Halluzinationen oder was ist los? Wie? Hä? Ich brauch den Zettel von Max. Ich will den durch die Forensik gehen lassen. Ja. Denn ich habe auch einen Zettel, eine Urkundenfälschung von Mr. Richmond. Und ich wollte die Unterschriften vergleichen lassen. Also ab ins PD, wenn du den Zettel dabei hast. Sonst müssen wir immer noch mal ins DOJ. Ja, irgendwo da eine Portemonnaie wird aber sein. Okay, perfekt. Dann bitte PD. Okay, ich mach die Sirene an. Ich fühlte mich gerade wie in einem Einsatz. Auch eine wirklich nicht bemühte Sirene. Soll ich unterstützen? Die Straße gehört dir. Ja, du hast gesagt, so schnell fahren. Here I am. Mhm. Da. Wo packen wir denn? Na gut. Ja, immer.
wenn ich nicht mit dem Dienstfahrzeug unterwegs bin. Oh. Oder? Ne, auf gar keinen Fall. Ich mag's. Das ehemalige Jammer-Spar-Abo fürs Bestellen. Ja, schön, schön. Noch kurz einen Screenshot von machen, warte mal kurz. Noch mal kurz rausholen. Weil der danach weg ist. Der ist weg danach. Da ist nichts mehr mit. Wieder kriegen. Ich dir jetzt schon sagen. Haben wir noch Musik, ja? Warum Musik aus? Guten Tag. Sheriff. Hallo. Deputy heißt das. Kane! Officer? Ja. Einer meiner Lieblingsofficer. Sag mal, ja, ist eure Forensik gerade da? Die Forensik ist tatsächlich da. Ach, Mensch. Brauchen wir mal. Ich hab's zumindest gerade gesehen. Wer ist denn das überhaupt? Hey, Moment, ich muss mal schnell gucken. Wer gehen? Wiesel. Mr. Wiesel. Wo hab ich sie denn? Wiesel, hast du die Nummer von O'Malley? Ach, O'Malley, ja, die kann ich selber anrufen. Ist gut. Dr. O'Malley, das ist unsere Forensikerin. Ach, die ist sogar Doktor. PD68, ne? Ja, genau, yeah, die. Ja, ja. Das ist Forensikerin. Perfekt. Vielen Dank, Kane. Nee, ist aber auch hallo? Miss O'Malley, ja, ja. Ich habe gehört, Sie sind die Forensikerin, ja, im PD. Ist das richtig? Das ist korrekt. Hallo. Und zusätzlich habe ich auch gehört, dass Sie Dr. O'Malley heißen. Auch das ist jetzt, korrekt, genau. Jetzt untertreiben Sie doch nicht. Jetzt nennen Sie doch Ihren Doktortitel dazu. Wir bräuchten Sie mal als Forensikerin für Unterschriftenvergleiche. Okay. Anfall. Okay. Wo? Wir sind im PD. Im PD, okay, ich bin oben im Labor. Sie wissen ja nicht, wo das Labor ist. Ich muss sie holen. Danke. Bis gleich. Ciao. Tschüss. Ah, sie hatten wir. Ja, gut, okay. Ja. Ja, muss man sich nicht merken. Ich finde die Jacke von Herrn Wiesel nicht. Oh oh. Oh oh. Mhm. Das ist nicht gut. Da ist sein Unterhemd da. Warte mal, hat er sie nicht an? Ja. Wieso findest du? Aber er hat gesagt, er hat noch eine. Und so eine will ich. Ach so. Und ich finde sie nicht. Hm. Also das würde ich ganz groß aufhängen an ihrer Stelle. Mhm. Würde ich auch auf die oberste Ebene hängen. Die wollen wir auch die Regenjacke anziehen. Ja, besonders bei diesen Temperaturen, ne? Also ich würde direkt, da fühle ich Mr. Wiesel, ehrlich gesagt, Risse. Bei 24 Grad. Ja, das Problem ist, dass wir später ein Rennen haben. Aha. Ja. Und die Jacke ist ja schon ein bisschen dicker gepolstert, also. Ah, okay. Was für ein Rennen? Das ist irgendwo so ein Quad-Rennen. So als, okay, als teambildende Maßnahme? Ich bin mir nicht sicher, da müssen Sie Wiesel nochmal. Miss O'Malley. Dr. O'Malley. Unten? Schön. Nein, keine Sorge. Hier im Vorraum bei der Leitstelle. Ah, okay, dann komme ich wieder hoch. Oh nein, ja. In den Keller gefahren. Okay, ich merke gleich. Ich habe schon alles durchgeplant. Miss Zane? Ja, okay. Kane? Ich hatte noch eine SMS geschrieben. Ja, ich weiß, ich kann aber keine Akten löschen. Das muss der DA machen, der war nicht da. Ah, okay, gut. Oh, Roland. Audi. Gut. Hola, Pablo.